Hallihallo, ihr Lieben, ihr wundert euch gerade vielleicht, warum ich hier stehe und mittendrin einfach so und warum ich hier schon bin. Und ich habe gerade schon aufgenommen und zwar ungefähr, warte einen Moment, ich kann gerade mal, nein, es geht nicht. Ich habe gerade schon aufgenommen und ja, mir ist gerade einfach mal die Aufnahme abgekachelt. Und jetzt weiß ich gerade nicht, wie viel Zeit noch bleibt. Aber ja, das ist natürlich super. Ich habe gerade so tolle Witze erzählt und habe gerade aus einem tollen Buch vorgelesen und war total innovativ und super lustig. Und jetzt ist ja alles weg. Das heißt, ich weiß gerade nicht, wie viel Zeit noch bleibt. Was ich gerade interessant finde, ist, dass man hier den Chat sieht vom alten Kruse-Server. Lustig, okay. Also Krustenserver. Ja. Ich habe ein bisschen Obsidian geholt, weil ich vorhatte, ein Portal zu bauen. Das kann ich aber gerade noch nicht richtig machen, weil ich auch keinen Feuerstein dabei habe. Das heißt, ich gehe jetzt erst nochmal hoch. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, wie viel Zeit noch bleibt. Ich werde jetzt einfach hier entsprechend die Zeit voll machen und dann ist die Folge halt kürzer. Weil mir jetzt die Aufnahme gecrashed ist. Was richtig kacke ist gerade eigentlich. Aber ich kann das Thema ja nochmal aufgreifen. Das kommt jetzt zwar irgendwie für mich ein bisschen komisch rüber, weil ich es ja gerade schon alles erzählt habe. Jetzt erzähle ich es halt einfach nochmal. Aber okay, was will man machen? Ich baue jetzt erstmal ganz kurz ein Portal. Und zwar brauche ich dafür noch einen Feuerstein. Und soweit ich das gesehen habe, haben wir hier keinen. Wir haben aber Kies. Das ist doch gut. Dann baue ich hier einfach ein bisschen Kies auf. Und da wird schon einer rausspringen. Und da haben wir doch auch schon einen. Wunderbar. Wo war das jetzt drin? Hier. Dann baue ich mal eben ein Feuerzeug. Und Obsidian. Okay, das Portal hätte ich aber ganz gerne. Ein wenig abseits vom Haus. Am besten einfach unten in der Höhle drin. Okay. Und zwar folgendes. Ich habe darüber erzählt, dass ich hier gerade ein wunderschönes Buch neben mir liegen habe. Geschrieben von Erwin Hannemann. Mit dem großartigen Titel Ich lach mich kaputt. Und es hat auch nicht nur einen wundervollen Titel, sondern natürlich auch einen einzigartigen, unglaublich guten Inhalt. Und eben diesen Inhalt möchte ich euch gleich mal nahelegen. Ist hier eine Höhle irgendwie? Ansonsten mache ich hier mal ganz kurz so einen Portalraum. Ja, ist ja gut, Zombie. Klar. So. Wie viel haben wir denn jetzt auf der Seite? Zwei. Okay, dann machen wir auch mal zwei draus. Und ich gehe noch einen nach hinten tatsächlich auch. Und dann lese ich gleich mal aus dem Buch vor und erzähle dann noch ein paar wundervolle, ganz ausgezeichnete Witze aus meiner Kindheit, die mich natürlich immer noch beschäftigen, weshalb ich sie jetzt auch eben dann erzählen werde. Während ich die Kohle raushaue, kann ich ja schon mal anfangen. Und zwar, ich lese einen Auszug aus dem Buch. Oma, wir sind umgezogen. Fein, wie ist denn eure neue Wohnung? Herrlich, ich habe ein Zimmer für mich, meine Schwester hat ein Zimmer für sich, nur Vati muss weiter bei Mutti schlafen. Ach ja, das ist ja, schön, schön. Es ist schwierig, mit einer Hand zu spielen, mit an der anderen Hand, Moment. Man hört wahrscheinlich auch gerade das Buch rascheln. Was aber gar nicht schlimm ist. Okay, Sekunde. So, okay. Jetzt kann ich noch mal ganz kurz ins Buch gucken. Petra sieht, wie die Oma ihr Gebiss reinigt. Omi, kann ich dich bald noch weiter auseinandernehmen? Fragt sie erstaunt. Haha.
Papa, was ist eigentlich ein Bigamist? Fritzchen, das ist ein Mann, der zweimal die gleiche Dummheit gemacht hat. Ja, es ist wundervoll. Wundervoll. Ganz wundervoll. Kohle, ich will dich noch haben. Und dann hoppen wir da einfach mal hoch. Oh, meine Folge läuft nur 20 Minuten. Wow. Ich habe aber viel geschafft, diese Folge. Ich glaube, ich überziehe jetzt einfach mal ganz kurz ein bisschen. Und zwar, weil ich das hier fertig bauen will. Und dann will ich noch... Währenddessen erzähle ich noch kurz. Das ist jetzt aber ungleich, ne? Oder ich mache es vielleicht einfach schräg, wenn ich sage... Hier, eins, zwei... Und dann gehe ich noch... Oh! Hallo! Ich glaube, ich habe gerade die Höhle gefunden. Cool. Ich gehe lieber einfach mal eins zur Seite noch. Und zwar, Thema Witze aus der Kindheit. Es gab damals diesen wundervollen Witz mit dem Schwimmbad, falls das euch irgendwas sagt, mit Fritzchen, der Oma und dem Schwimmbad. Und zwar ging der folgendermaßen. Fritzchen möchte ins Schwimmbad gehen. Eins, zwei, drei. Und fragt eben die Oma um Erlaubnis, weil, ja, ich meine, es ist halt ein braves Kind, ne, und will halt vorher von der Oma wissen, ob das klar geht. Fragt dann die Oma. Zack, wir haben ein Portal. Wow! Okay, damit ist meine Aufgabe erledigt. Ich gehe mal wieder hoch und dann erzähle ich derweil den Witz. Oma fragt, also nicht die Oma. Das Fritzchen fragt die Oma um Erlaubnis, ob er denn auch wirklich ins Schwimmbad gehen darf. Denn an diesem Tag ist natürlich ein ganz besonderer Tag, denn der Einser wird eben tatsächlich eröffnet und Fritzchen ist natürlich schwimmbegeistert, will das gleich mal ausprobieren. Fragt die Oma, Oma sagt, ja klar, kein Problem. Fritzchen geht ins Schwimmbad und kommt wieder zurück, hat sich dann allerdings den Arm gebrochen. Und die Oma, ja gut, denkt sich nichts weiter dabei, schickt ihn halt zum Arzt und alles wird behandelt, wunderbar. Am nächsten Tag, Fritzchen geht wieder zur Oma, 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 bitte darf ich ins Schwimmbad, heute wird der Dreier eröffnet. Die Oma denkt sich, ja okay, Dreier ist jetzt natürlich schon ein bisschen mehr für mein Fritzchen. Geht das klar? Fritzchen geht ins Schwimmbad und kommt heim, hat sich den anderen Arm gebrochen. Ja, bisschen doof gelaufen, denkt sich die Oma, lässt es wieder verarzten. Am nächsten Tag will Fritzchen wieder ins Schwimmbad und sagt, hey, Oma, Oma, Fünfer wird eröffnet, ist auch eine riesen Party im Schwimmbad, komm, ich will da unbedingt hin. Oma sagt, okay, Fritzchen, hab deinen Spaß, mach, auf geht's. Fritzchen kommt wieder, hat sich ein Bein gebrochen. Oma kommt sich jetzt schon ein bisschen doof vor und hat sich jetzt aber auch nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Am nächsten Tag, Fritzchen will wieder ins Schwimmbad, Zehner wird eröffnet, wow, Riesenparty. Fritzchen darf ins Schwimmbad, kommt wieder, hat sich Bein gebrochen. Oma ist jetzt schon langsam ein bisschen verzweifelt, bald hat Fritzchen keine richtigen Gliedmaßen mehr. Am nächsten Tag kommt Fritzchen wieder zu Oma, 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 bitte darf ich heute ins Schwimmbad, denn heute wird das Wasser eingelassen. Ja, es ist... Wow, es ist der Mensch. Dieser unglaublich, unglaublich gute Witz ist einfach nur gut. Unglaublich gute Witze sind immer gut. Es ist ja unbeschreiblich toll. Witze meiner Kindheit, über die ich früher richtig, richtig gelacht habe und ich verstehe es einfach nicht. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen, wie das jemals geschehen konnte. Aber nicht so schlimm. Denn ich habe noch einen Witz von Fritzchen natürlich. Während ich hier rumsortiere, sinnlos. Und zwar Fritzchen. Ich könnte eigentlich ein bisschen rausgehen, einfach mal. Och nö, es regnet. Echt jetzt? Okay, ich bleib drin. Fritzchen. Ich laufe einfach ein bisschen im Kreis, ne? Fritzchen geht mit seiner Oma spazieren. Und ja, ist ein schöner Tag. Ein bisschen Herbst. Also liegt schon ein bisschen Laub auf dem Boden. Aber schöne Farben. Rot, Gelb, Grün. Alles noch mit dabei. Und sie laufen so einen Weg entlang und vor Fritzchen liegt plötzlich so ein 5-Euro-Schein. Und er fragt die Oma, Oma, guck mal, 5-Euro-Schein, darf ich den aufheben? Man müsste vielleicht mal hinzufügen, Fritzchen ist ein extrem, extrem liebes Kind. Fragt seine Oma alles. Darf ich ins Schwimmbad? Darf ich den 5-Euro-Schein aufheben? Also wirklich vorbildlich. Allerdings sagt die Oma, nee, mach mal nicht, weil was auf dem Boden liegt, das darf man eher nicht so aufheben. Fritzchen ist so ein bisschen enttäuscht, aber gut, kann man nichts machen. Die Oma hat es verboten. Dann darf man das natürlich auch nicht machen. Und dann gehen sie halt weiter. Ein bisschen später
Sie sind schon ein paar Schritte weitergegangen, liegt da ein 20-Euro-Schein. Und Fritzchen freut sich total, weil 20 Euro, ey, da kann man schon ins Kino gehen dafür und vielleicht sogar 2 Kugeln Eis kaufen. Und fragt natürlich die Oma, Oma, guck mal, 20 Euro, darf ich die mitnehmen? Oma sagt, nein, was auf dem Boden liegt, das darfst du nicht aufheben. Okay, Fritzchen mega enttäuscht, heult schon fast, aber Oma hat gesagt nein und nein heißt nein, bekanntlich. Und deswegen, ne, weißt du, muss er natürlich auf die Oma hören. Ich überlege gerade, ob ich unten vielleicht ein bisschen ausbauen könnte in der Zeit. Ich könnte ja einfach mal schon mal das Geraffel wegkratzen hier. Genau, und dann gehen sie halt wieder ein bisschen weiter. Und dann, wer hätte es gedacht, ein Stück weiter liegt 100-Euro-Schein. Ich meine, Fritzchen ist begeistert. Fritzchen denkt so, boah, krass. 100 Euro, das, sowas kann er sich normalerweise echt nicht erlauben. Machen wir da einfach, Koppel, oder? Ich wollte eigentlich Witz erzählen, tut mir leid. Fritzchen ist halt mega begeistert und will dann natürlich auch gleich aufheben. Und die Oma sagt, nee, nee, Fritzchen, lass gut sein. Was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben. Und Fritzchen ist halt jetzt schon krass enttäuscht. Fritzchen ist jetzt schon so ein bisschen wütend auf die Oma, weil er hat sich jetzt schon von tolle Sachen kaufen können, Spiel für die Playstation oder so, aber nee, Oma sagt nein und nein heißt nein. Gut, gehen sie ein Stück weiter. Plötzlich rutscht die Oma aus. Wie gesagt, es ist Herbst, Laub liegt am Boden, ist ein bisschen rutschig eben auch und fliegt halt hin und liegt dann da so rum. Und dann natürlich zu ihrem Enkel, ey Fritzchen, komm, helf mir auf. Boah, ich habe mir gerade voll wehgetan, Steißbein und ah. Und Fritzchen sagt, nö, weil was auf dem Boden liegt, das darf man halt nicht aufheben. Wow. Diese Witze, es ist ein Traum. It's a dream. Wundervoll. Okay, aber falls ihr auch so richtig geile, schlechte Witze aus eurer Kindheit kennt, wo ihr früher gelacht habt, bitte schreibt sie mir doch in die Kommentare und unterhaltet mich damit. Also ich finde es insofern lustig, dass ich lustig finde, wie ich jemals drüber lachen konnte. Das ist einfach nur, es ist ein bisschen verstörend und ein bisschen peinlich, aber eben auch ein bisschen lustig. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zugucken, auch wenn ihr jetzt irgendwie die Hälfte leider nicht gesehen habt. Aber es war jetzt auch nicht so spannend. Also ja, wir haben halt Obsidian geholt. War jetzt nicht so mega, ne? Okay, also dann trotzdem danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!